Pedale reinigen mit Chemie oder ohne Chemie. Welche Methode besser gefällt, seht ihr jetzt. Die Pedale sind meistens einer der schmutzigsten Bereiche im Auto, ganz klar. Da sind immer unsere Füße dran und gerade in diesen Rillen, die eben Halt geben sollen, lagert sich der Dreck ab. Wir zeigen euch heute zwei Methoden, eine chemiefreie Reinigung und eine herkömmliche Reinigung mit Pinsel und Innenraumreiniger für diese Pedalen. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal durch. Gucken wir uns den Ausgangszustand an. Ich denke, typische Verschmutzungen, sie sind auch schon so ein bisschen abgenutzt, also haben so ja, Spuren von den Füßen drauf, von den Schuhen drauf. Die werden wir natürlich nicht wegbekommen, aber wir kriegen sie auf jeden Fall wieder sauber, machen links das Kupplungspedal her, ohne Chemie und den anderen Bereich mit Chemie. Wir nehmen als erstes einen kleinen Spatel. Ihr könnt auch ein Holzstäbchen oder einen Zahnstocher nehmen, um festsitzende Steinchen und Sand zwischen den, ich sag mal, Haftungsrillen, also den Rillen, die dir Halt geben sollen beim Bremsen und Treten, den Schmutz lose zu entfernen. Das macht schon mal leichter und dann gehen wir mit einem handelsüblichen Dampfreiniger hinterher. Am besten, jetzt habe ich es auch gemerkt, ein Tuch drunter legen, dass nicht der ganze Teppich voll tropft. Da reicht wirklich ein haushaltsüblicher Dampfreiniger. Das muss nichts ganz Spezielles sein. Wichtig ist wirklich hier gründlich zu arbeiten, sich ein bisschen Zeit zu lassen und dann mit einem ausgesonderten Tuch, was keinen Kontakt mehr zum Lack bekommt, gründlich abwischen und im nächsten Schritt trockne ich das mit Druckluft zwischen, um dann zu sehen, ich habe immer noch ein bisschen Schmutz. Gehe nochmal hinterher mit meinem kleinen Spachtel und leg mir den auch nochmal oder leg nochmal ein Mikrofasertuch um den Spachtel rum, um dann hier auch noch die Kanten gründlicher zu reinigen und das funktioniert ganz wunderbar. Chemiemethode, wir nehmen Innenraumreiniger, sprühen den auf und lassen ihn einen Moment wirken. Auch hier lege ich ein Tuch drunter, damit der ganze Teppich nicht volltropft, wird er eh schamponiert, kannst du dir das auch sparen. Ich nehme jetzt hier eine harte Bürste, um wirklich ein bisschen Druck drauf zu bekommen und gerade in diesen Rillen den ganzen Schmutz rauszubekommen und gehe trotzdem mal mit einem kleinen Spatel hinterher, weil ich sehe einfach, ich habe hier noch Steinchen und festsitzenden Sand, den löse ich dann nochmal und wiederhole dann den Vorgang mit Innenraumreiniger und der Bürste, bis das Pedal erstmal optisch sauber ist. Das gleiche mache ich beim Gaspedal, auch hier dann natürlich in der entgegengesetzten Richtung, immer in Richtung der Rillen reinigen, um da auch wirklich gut reinzukommen und allen Schmutz daraus zu entfernen. Schnelle Kontrolle und auch hier gesehen nochmal ein kleiner Dreckrest, der in der Ecke drin hängt. Da gehe ich jetzt nochmal mit meinem Spatel durch. Wir wollen sie ja wirklich perfekt haben. Kleiner Tipp noch, bevor ihr das Auto ausliefert, macht euch Frischhaltefolie um die Pedalen, wenn es euch wichtig ist, dass der Kunde sieht, dass ihr die Pedalen intensiv gereinigt habt oder ihr fahrt das Auto dann nicht mehr. Wir reinigen auch noch schnell das Gestänge hinten, damit es auch sauber ist. Dann haben wir ein gesamtrundes Bild. Und denkt auch dran, rechts die Seitenwand nochmal abzuwischen, da wo ein bisschen Reiniger und Schmutz rangespritzt ist. Hier ist das Ergebnis, leider ein bisschen abgenutzt die Pedalerie und zerkratzt auch in den Rillen, aber man sieht, denke ich, dass sie schön sauber sind, das hat beides gut funktioniert. Welche Methode für dich besser ist, musst du ausprobieren und je nachdem, welche Mittel du da hast, wirst du deine Methode finden. Ganz wichtiger Hinweis, Pedalerie bitte niemals mit Kunststoffpflege, Gummipflege oder irgendwas ähnlichem einschmieren oder einsprühen, wenn ihr da abrutscht, habt ihr verloren beim Fahren. Natürlich, wenn ihr jetzt Edelstahlpedalerie habt oder generell verkleidete oder schön gemachte Pedalerie, dann vielleicht anstatt so einer harten Bürste einfach einen Pinsel nehmen. Dann habt ihr aber auch nicht diese tiefen Rillen, wo der Dreck so tief drin sitzt. Also das sollte man beachten. Aber generell, ich denke, das bekommt ihr schon hin. Gerade solche Pedalerie mit so Gummiaufsätzen verschmutzt halt besonders stark und besonders gerne. Deswegen haben wir die jetzt für diese Methode gewählt. Wenn Fragen zur Reinigung von Alu- oder Edelstahlpedalerie ist, einfach in die Kommentare schreiben, machen wir da nochmal ein einzelnes Video. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein.